So, Freunde. Jetzt gibt's erstmal Teambewertung. Die wöchentliche Teambewertung. Wir haben 18-2 geholt. Lief sehr gut. Dieses Team hat aus 17 Spielen 16 gewonnen. Geisteskrank. Und ich fange mit was Verrücktem an. Und wir haben den schon 2-3 Mal gespielt. Aber ich gebe diese Woche Dudek eine 1. Der war voll krass. Der war überkrass. Der kriegt eine 1-. Der war super. 1- Dudek. Dann haben wir Lukas Vazquez. Und ich sag euch ehrlich, sehr positiv überrascht. Kriegt von mir eine 2-. Ich hätte gedacht, der ist auf RV scheiße. Aber 2-, war gut. Nicht der beste RV, aber 2-, top. Kannst du machen, super. Tercero Ramos. Der SBC ist teuer, aber ihr bekommt einen geisteskranken Innenverteidiger. Und deshalb gebe ich ihm eine glatte 1. Er kriegt von mir eine glatte 1. Der ist krass, aber einen Tacken zu teuer. Ansonsten, heilige Scheiße. Nee, glatte 1. Glatte 1, weil die SBC wirklich teuer ist. Muss man offen und ehrlich sagen. Van Dijk. Sag ich euch ehrlich, Van Dijk krass, aber aktuell zu teuer. Und ich finde Ramos besser als Van Dijk. Deshalb kriegt Van Dijk eine glatte 2. Jetzt wird's krass. Ich fand den solide, Andrew Robertson. Und dann wisst ihr mal, in was für eine Richtung es mit diesem Team hier geht. Ich gebe dem eine 3+ und der ist damit der Mülleimer der Woche. Mit einer 3+. Ich fand den solide. Warte mal, der 5-Star-Skill. Warte, was? Der hat 5-Star-Skills? Perfekt, Digga, ist mir geradeaus. Ich wusste nicht, dass der 5-Star-Skills hat. Perfekt, Digga, ich habe den so gespielt, als hätte der 2-Sterne-Skills. Dann kriegt er eine 2-. Und ist trotzdem der Mülleimer der Woche. Sorry, Robertson. Scheiße, ich wusste gar nicht, dass der 5-Star-Skills hat. Ja, passiert. So, Mittel... Boah, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Zanetti auf der 6. Ein sehr starker Abräumer. Aber es geht noch besser. Und auch für eine Million geht's besser. Deshalb gehe ich hier mit einer glatten 2. Zanetti war nice. Glatte 2. Und jetzt wird's ganz verrückt. Das ist eine 1+ mit Sternchen, Digga. Ist der immer noch bei 3 Millionen? Ich finde das sogar worth. Ah jo, der ist immer noch bei 3. Das ist eine 1+ mit Sternchen. David Beckham auf der 8 ist eine 1+ mit Sternchen. Und guckt euch an, was um den herum hier rumläuft. Das ist der Rucksack der Woche. Der hat so wichtige Tore gemacht. Der hat so kranke Pässe gespielt. Ausdauer, Verteidigen, Tempo, Dribbling, Schießen, Passen, Physis, alles. Der Mann hat mit Shadow auf der 8 alles. Er hat alles, Digga. 1+ mit Sternchen, Rucksack der Woche. Geisteskrank. Hüllet. Für mich der beste zentrale Mittelfeldspieler im ganzen Spiel. Aber du zahlst dafür auch einen sehr heftigen Preis. Aber trotzdem gibt es eine 1+ mit Sternchen. Muss man so sagen. Er ist überkrass. Aber zahlst halt auch dafür, dass er halt überkrass ist. Aber das kann ich ihm in dem Moment dann nicht negativ vorwerfen. Er ist halt auf 6 Millionen gedroppt. Lass uns nicht darüber reden. Ist eine andere Geschichte. Aber ist halt das Beste, was du dir holen kannst. Unfassbar. Offensive. Ankara Messi. Da habe ich sogar einen Gewinn gemacht. Aha. Aha. Lionel Messi, wie ich ihn gespielt habe, 4-3-2-1, rechter MS, gebe ich ihm eine 2+. Der ist stark. Aber der wird auf der 10 viel krasser sein. Aber ich spiele halt aktuell nicht mit 10ern, sondern halt 4-3-2-1. Der war halt so halb rechts außen, halb rechter Stürmer. Ah, ja, wobei 2+ eigentlich frech. 2+ ist zu wenig, oder? Ich würde mit einer 1- gehen. 2+ wird ihm nicht würdig. Eine 1-. Rullet ist wieder auf 8 Millionen? Laber nicht. Lol. Ja, cool. 7,7. Okay. Lionel Messi 1-. Bei ihm das gleiche, Digga. Du zahlst einen unfassbaren Preis, aber das hier ist, glaube ich, die beste Karte im Spiel. Aber du musst ihn im zentralen Sturm zocken und nicht im linken MS.
Im linken MS gebe ich ihm eine glatte 1. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du ihn zentral im Sturm spielst, ist eine 1 plus mit Sternchen. Und jetzt. Premiere. Erste Mal, dass ich in der Weekend League zweimal den Rucksack der Woche vergebe. Den kriegen nämlich sowohl David Beckham als auch Karim Benzema. 1 plus mit Sternchen. Der beste Toti, den ich gespielt habe vom Upgrade her. Unfassbar. Diese Karte ist so clean. Der Abschluss, das Tempo, das Dribbling, 5-Star Weakfoot. Im Konter mit dem Rücken zum Tor. Heilige Scheiße, der kann alles. Ja, oh mein Gott, Benzema, war das krass. Er kann alles. Sein Bart, seine Augen, er sieht einfach so gut aus. Seine Hand. Er ist der Beste, Digga. Rucksack der Woche, 1 plus mit Sternchen. Und er ist First Owner, so. Das ist auch cool, Digga. Ist auch cool. Das Team hier kriegt von mir all in all eine glatte 1. Digga, ich habe 17 Spiele damit gemacht und 16 gewonnen. Was ist das? Ist ja keinem erzählen. Glatte 1. Bestes Team, was ich in FIFA 23 gespielt habe. Mit Abstand. Also den einzigen, den ich wirklich austauschen würde, wäre, glaube ich, echt Robertson und eventuell vielleicht Vasquez. Und das war's. Ansonsten waren alle krass. Glatte 1 das Team. Taktiken. Ausgeglichen, direkte Pässe. Anweisungen. Stürmer zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Messi, Abwehr überlaufen, defensive Stärken. Mbappé, Abwehr überlaufen, vorne bleiben. Beckham, gar nichts. Zanetti, hinten bleiben, Mitte abdecken. Rullet, nach vorne orientieren, Mitte abdecken. Außenverteidiger, hinten bleiben. Banger. Das Team hat alles gefickt, Digga. 18 Siege geholt. Und mal ohne Scheiß, wie sexy sieht's aus? Es ist doch auch, glaube ich, das schönste Team, was wir je gebaut haben. Vorne 3 Totis, in der Mitte 3 Toti-Icons. Heilige Scheiße, Digga, wie cool sieht's aus. Boah. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und ich bleibe dabei. Real Talk. Die Toti-Icons sind mit Abstand das schönste Kartendesign, was es jemals in FIFA gab. Mit Abstand. Boah.